einen wunderbaren guten Morgen aus dem Fuße des Ötztals. Ich bin früh aufgebrochen in München und hierher geradelt. Nein, ich bin mit dem Auto hergefahren, ich fauler Hund. Aber jetzt habe ich vor, dass ich da hochradel durchs Ötztal durch auf Mountainbike-Wegen, weil das habe ich auch noch nie gemacht. Und ja, genau, wo will ich hin? Erstmal Richtung Fendt oder Wendt, wie man es ausspricht. Und dann, ja, mal schauen. Irgendwie hätte ich Bock, ins Schnalztal zu radeln. Da war ich letzte Woche im Urlaub, und also in Südtirol, im Schnalztal. Das ist so ein Tal, was aus dem Pinschgau abgeht. Da war ich im Urlaub mal wieder und es war einfach so schön, dass ich mir gedacht habe, da muss ich mit dem Radl hin. Genau, also geht's jetzt erstmal. Und ja, könnte sein, dass ich bis auf 3000 Höhenmeter steige. Und das Wetter ist einfach perfekt. Es ist alles perfekt. Es ist einfach so wunderschön. Es sind die Berge. Und so, irgendwie nur 20 Minuten später. Gleich mal massiv geklettert, und zwar geschoben, weil ich über die falsche Auffahrt genommen habe oder den Abzweig nicht erwischt habe. Ich habe nicht auf mein Navi gehört, es sah nicht vertrauenswürdig aus, die Strecke. Ja. Genau, jetzt geht's weiter. Und wieso mich das mit dem Hochschieben, Hochtragen gar nicht stört, ist, weil da kommt noch mit Sicherheit einiges auf mich zu, denn ich will ja auf einen Bergkamm auf 3000 noch was Höhenmetern. Da werde ich definitiv mal schieben müssen. Vielleicht sogar ein paar hundert Höhenmeter. Also, kein Ding. Tschüss! Wie schön. Wie schön. Jetzt ist richtig toll. So habe ich es mir vorgestellt. So darf das Ötztal ruhig immer sein und überall. Begleitet werde ich im Ohr von der Radiowelt am Morgen, oder wurde ich, das ist leider vorbei, mit Matthias Denzer-Vanotti. Es ist jedes Mal ein Traum, da zuzuhören. Und ja, schön! Das ist ja immer wieder interessant, ne? Wo Komoot einen immer so hinschickt. Komoot ist schon eine gute Geschichte. Aber manchmal, ja. Gut, man muss jetzt dazu sagen, Profil habe ich eingegeben, Mountainbike. Ich habe kein Mountainbike. Aber ja. Andererseits, das ist natürlich auch schwierig, weil ich zum Beispiel finde auch, wenn ich Mountainbike-Strecke mir raussuche, dann dürfen auch Schiebe- und Tragepassagen dabei sein. Das ist jetzt eine solche. Also eigentlich ist es nicht so dramatisch. Man kann es natürlich auch nicht allen recht machen. Ich glaube, wenn ich eingegeben hätte Tourrad, dann hätte er mich hier nicht entlang geschickt. Nehme ich mal an.
Ich glaube, ein kurzes Stück auf dieser Teerstraße kann nicht schaden. Oh. Mann, sind das Ausblicke. Hammer. Bin ich gespannt, was jetzt hier für Seitenwinde kommen auf der Brücke. Ich halte mich mal lieber fest. Oh, gar keine. Ich verabschiede mich jetzt aufs Feld. Es gab einen Apfelstrudel und mit Vanillesauce, ein Espresso, ein Cappuccino, Wunderbär, einen kleinen Tratsch mit einem Mitradler, mit dem ich ein bisschen hochgeradelt bin. Und jetzt geht's weiter. Ich muss hier nach rechts. Da kommt dann irgendwann die Refugio Bella Vista, die schöne Aussichtshütte. Das ist schon in Südtirol im Schnalztal. Ich dachte, ich müsste hier nach links an dem Berg vorbei, den man hier sieht, zur Martin-Busch-Hütte und dann von da einen Wanderweg hochschieben, hochtragen, bis auf 3300 Höhenmeter. Ich bin gerade auf 1900, um dann wieder rechts runter zu schieben, also hier jetzt rechts, um dann auf dieser Ebene zu sein, wo dieses Refugio Bella Vista ist. Jetzt habe ich nochmal auf der Karte geschaut, gesehen, da gibt es schon einen Weg, der es womöglich auch ermöglicht, direkt gleich über rechts zu fahren und dann nicht diesen Berg queren zu müssen. Mal schauen. Ach, das ist ein Traum. Ein Traum. Ey, kann man das da lassen? Ich glaube schon. Ich glaube, das passt. Oh. Ein Blick nach hinten. So, auf 2100 Metern angelangt, vermute ich mal, dass jetzt hier eine längere Schiebepassage auf mich zukommt. Ihr seht selber, jetzt so ein Freerider oder super erfahrener Mountainbiker, der kann das hier wahrscheinlich gut fahren. Ich nicht. Ich nicht. Ich kann es ja kaum schieben. Das ist mir zu heikel. Ich bin eher der Ausdauertyp, nicht der Techniker. Macht bestimmt Spaß. Bergab. Oh, bergab. Quatschi. Ich glaube, dass ich bis auf 6, also so. Vier, fünf, 600 Höhenmeter netto jetzt hier steigen darf. Aber man ist ja wie wandern. Also das sollte einen nicht davon abhalten, mit dem Radl in die Berge zu fahren. Ein Traum.
Ein Traum. Muss man viel öfter machen, sowas. Ich warte. Hallo. Hallo, servus. Ja, was kommt denn da? Träumchen. Mit einer Hand ist es fast besser, wenn er trägt. Also das rentiert sich auf jeden Fall, so eine Transalp zu machen, mit Tragepassagen. Das ist ein Träumchen. Da muss man aufpassen, die Schuhe sind natürlich nicht die allerbesten. Oh nein. So, jetzt war ich auf der Hochjoch-Hospiz-Hütten, hab einen Kuchen gegessen und einen Apfelstrudel und auch eine Apfelschorle getrunken. Und jetzt geht's weiter. Da hinten, da muss ich hin. Da geht so ein Weg hoch, weiß nicht, ob man den sieht. Und es steht schon angeschrieben. Refugio Bella Vista, also schöne Aussicht auf 2842 Metern, 3 Stunden dauert das bis dahin. Ja, sieht jetzt erstmal recht eng aus der Weg, mal schauen, wie er sich entwickelt. Ich mache natürlich keine unvorsichtigen Sachen, lieber drehe ich um, als dass es zu crazy wird. Genau, geht's weiter, dann ist ja schon hier eine sehr schmucke Hütte. Schön klein, wunderbar. So, meine Freunde, der Hauptabstieg ist geschafft. Von dem Hochjoch-Hospiz macht es nicht nach. Außer ihr seid super erfahren. Vielleicht seht ihr den Weg. Es ist teilweise super steil. Es ist, also zu Fuß ist gar kein Problem, wenn man kein Fahrrad hat. Aber zum Teil musst du dich echt festhalten. An irgendwelchen es ist wie so ein Klettersteig, so ganz leichter Klettersteig. Aber teilweise halt geht es ziemlich steil nach unten. Und mit dem Fahrrad ist super schwierig. Also diese Transalp empfehle ich nicht jedem, auf keinen Fall. Wenn man sich das nicht zutraut, sollte man lieber oben dann einfach umdrehen. Oder das Rad stehen lassen und vorgehen nach Italien. Und dann kann man da schnell einen Kaffee trinken und wieder zurück. Der Wind ist super stark. Deshalb rede ich jetzt mal ein bisschen lauter. Ich habe es ja schon gesagt, ich muss da hoch. Vielleicht sieht man jetzt die Wege besser. Da sind sie. Genau. Was mir sehr geholfen hat beim Abstieg, Tipp an alle, wirklich, das ist ein Traum. Als Bremse fürs schwer beladene Fahrrad habe ich immer einen A-Gummi. Das ist jetzt auf Dauerbremsen gewesen, hinten also. Dauerbremsung aber nicht komplett blockierend, sondern so, dass
dass sich schon noch drehen kann, das Rad. Macht es zwar schwerer für mich zu schieben auf geraden Passagen, aber wenn es bergab geht, ist es eine unglaubliche Stütze, wenn das Fahrrad hier nicht davon rollt. Genau. Ich gehe jetzt weiter, weil der Wind, der wird mir so stark hier, nicht, dass hier noch irgendwie ein Wetter aufzieht. Da hinten sind ja auch Wolken ohne Ende. Genau, die 3 Stunden, ich will darüber, ich will ins Refugio Bella Vista. Und hoffentlich ist diese Brücke passierbar. Die Bergflanken ein bisschen anschauen. Ich habe hier mal eine riesige Steinbockherde entdeckt. Und die stehen ja gerne an exponierten Stellen und wachen über ihr Territorium. So, jetzt bin ich fast ganz oben. Man sieht die Gletscher, man sieht einen kleinen See und man sieht schon ein paar menschliche Hinterlassenschaften. Und die Refugio Bella Vista müsste genau da sein. Richtig schön. Und Wetter, nun ja, also empfinde ich gar nicht so. Da das Hütterle. Nach 100.000 Kilometern Schieben ist das jetzt mal sehr willkommen. So, jetzt hat die letzten Meter bis zur Hütte. Das da hinten war nicht die Hütte, sondern so eine kleine, weiß ich nicht, vorgelagerte Hütte. Ich müsste schon in Italien sein. Ja, habe jetzt da kein Grenzding gefunden. Womöglich war diese Hütte früher der Grenzposten. Das kann natürlich gut sein. Toll aus, ja, weil da wissen wir, haben wir es doch. Uhr 25 ist es, warte noch mal essen und dann kann ich auch gleich wieder los. Jetzt ist es mir gerade ein bisschen kalt, vielleicht setze ich mich doch rein. Nicht, dass ich jetzt irgendwie krank werde, meine Füße sind nämlich total nass, weil ich halt diverse Schneefelder durchqueren musste.
Und von hinten komme ich übrigens. Jo, genau, ich will jetzt heute noch runter ins Finchgau. Und dieser Wirtschaftsweg da, den will ich mit dem Radl fahren. Und den kann man auch mit dem Radl fahren. Und das will ich natürlich bei Tageslicht noch machen. Habe ich keine Lust, irgendwie abzustürzen oder was. Nur weil ich nicht richtig sehe. Wunderschön. So schön der Abend ist, ich will jetzt doch runter. Schei. Als wäre es nichts. Also ich muss jetzt hier runterschieben, weil das sowas von steil ist, dass selbst meine Reifen hier kaum eine Bremswirkung haben. Dann runterfahren. Klar, wenn wir nochmal 95 Kilo drauf liegen, du. Ah, bisschen mehr Zeit, sich das hier anzuschauen. So, und jetzt geht's runter. Von 2500 Höhenmetern ungefähr bis auf 500 im Finchgau. 550 oder was? Im Finchgau. Und dann mal schauen, ob ich mich hier hinlege zum Schlafen oder ob ich das noch ein paar Stunden verschiebe und weiter radel gehen Reschenfass. Ein schöner Tag bisher. Ein sehr schöner Tag bisher, wunderbar. Ah. So, ich bin jetzt schon tief ins Finchgau vorgedrungen. Jetzt bin ich in Castel Bell. Gleich sieht man das. Castel Bell. Ja, ich habe leichten Rückenwind. Es ist wunderbar. Eine Wärme ist hier. Es ist krank. Und deshalb habe ich mich gegen das Schlafen entschieden. Und dafür für weiterradeln. Rückenwind eben in Richtung, was ist das? Nie ohne Seife waschen. Westen, sprich Richtung Adler, Richtung Reschenpass.
Ja, das ist meine Richtung. Genau. Ja, ich fahre jetzt nicht mehr auf Schotter oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt den direkten Weg genommen. Erst auf dem Radweg, davon vom Schneidstal bis hierher nach Schlanders und jetzt fahre ich auf der Hauptstraße. Es ist 23 Uhr noch was. Es ist niemand mehr unterwegs. Und da hinten ist ein krasses, schönes Wetterleuchten. Ich hoffe, dass jetzt nochmal spektakulär blitzt. Genau, 40 Kilometer bis zum Löschenpass. Und da bin ich wieder nach 21 Stunden und 240 Kilometern, davon ca. 20 Kilometer bergauf, wuchten und schieben, bin ich wieder an meinem Startort in Ötz an meinem Auto angekommen. Da habe ich jetzt noch eine Stunde geschlafen und bin dann nach Hause. Soll noch einmal wer sagen, dass man an einem Tag nichts erleben kann. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich ganz bald. Servus, euer Nico.